Ja, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir dann auch schon hier direkt mitten aus der antiken Einöde. Nur. Ja. Oh. Sieht nicht gut aus. Wir müssen noch recht bedeckt halten. Wir sehen hier Frauen, Kinder links, rechts. Man hat alles gemeuchelt, was es irgendwie so zu meucheln gab. Schlimme Zeiten. Ah ja, Aussichtspunkte. Ja, da gibt es auch so ein paar. Kennt man ja aus den anderen Teilen. Auch hier ist es ja dann so, alles einnehmen. Gestaltet sich aber hier ein bisschen schwieriger. Denn man darf sich nicht erwischen lassen. Also wirklich so null was von. So. Sieht ganz gut aus eigentlich, dass man mich auch nicht entdeckt. Denn wenn ich runterspringe und unten bin, dann ist es egal. Dann hat man mich ja nicht entdeckt und das ist super. Aber... wehe denn, man entdeckt mich, dann wird es echt haarig. Also die sind nicht so krass wie in den späteren Teilen, dass die einem so megamäßig folgen. Das machen die nicht unbedingt. Sind schon recht langsam. So, dann synchronisieren wir mal. Das sieht so herrlich aus, ne? Wenn man sich das anguckt, irgendwie so, ha, schön. Heutzutage, wenn man sich das anguckt, zerstört. Ist schon ein bisschen doof, ne? Hm. So, und einmal stürzen. Yay! Ich werde natürlich mein Pferd nehmen. Genau, Verstecke. Ich mache mal die Karte auf, weißt du was? Machen wir mal die Karte auf, da sehen wir es. Das ist übrigens hier, das sind alle Städte, die es dann später gibt. Und wir sehen, ein bisschen hier ranzoome, wir haben halt noch relativ viel zu erledigen. Was haben wir denn hier? Hier sind Aussichtspunkte. Ah ja, ja, also irgendwo geht es immer weg. Und hier nach Damaskus soll es heute gehen. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, wie man mein Pferd rufen konnte. Ich weiß es echt nicht mehr. Hm. Habt ihr eben gesehen, wie er da ans Pferd reingegangen ist von vorne? Das ist total cool. Ich weiß gar nicht, ob er das in den aktuellen Teilen auch noch macht. Also es ist auf jeden Fall schon richtig schnieke. Obwohl, warte mal, jetzt will ich gerade überlegen. Man hat im zweiten Teil hat man ein Pferd. Man hat im dritten Teil hat man definitiv ein Pferd. Jetzt im vierten Teil würde ich gerade überlegen, man hat ein Boot. Ja klar, man hat definitiv ein Boot, aber... hat man da auch ein Pferd? Nee, ich glaube nicht. Hm. Denn man muss sagen, auch wenn man ein Boot hat und unheimlich weit rumfahren kann, ist es der Titel, der am wenigsten Freiheit bietet. Dadurch, dass die Gebiete, wo man denn dann wirklich sich bewegen kann, meistens recht mickrig sind und ja, also ausufernd und weitläufig und von wegen so... einladend ist was anderes. Oh, ist denn da vorne los? Braucht ihr Hilfe oder was? Ich glaube, die sind nicht so happy, dass ich hier bin. Ha, dann lassen wir die doch eher mal in Ruhe, würde ich sagen, ne? Was haben wir hier? Irgendwie Händler oder irgendwas? Irgendwelche Wegreisenden? Lass uns lieber in Ruhe und gehen direkt nach Damaskus. Das ist irgendwie schöner. So, hier ein paar Leute, die einfach durch die Gegend pilgern. So, oh ja, hier, guck mal, oh schön, ja, ja. Oh, ist das schön hier heute. Ach, das ist eine herrliche Zeit. Ja, früher, da konnte man hier nicht lang gehen. Ja, nee, 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 nee. Aber jetzt ist ja sicher, ne? Ja, ach, die Kreuzzüge sind doch, ne? Das ist doch nichts. Das ist doch gar nichts. Wegen meinem Nachbarn fällt es viel schlimmer. So, das ist so das hier, das ist ja die türkische Flagge. Die Türken sind hier gerade bei uns eingefallen, wollen irgendwie unser Land erobern. Das wollen wir natürlich nicht zulassen. Genauso wenig, dass wir möchten, dass die Kreuzritter hier bei uns einfallen und uns unser Land wegnehmen. Wir sind da irgendwie nicht so die Freunde von. Von wegen so einfallen und Land wegnehmen, das ist nicht so unseres. So. Gucken. Ja. Würde ich sagen, holen wir uns doch gleich das nächste. Haltet ihn! Was habe ich denn gemacht? Ja. Ich hatte nichts gemacht, Mensch. Lass mich in Ruhe. Jetzt wirft man gleich mit Steinen. Und die Feinde können richtig krass werfen. Also ich sag mal, von da unten bis hier hoch und mit einer Präzision. Die ist Oberhammer-Affengeil. Nicht für uns, aber halt für die. Aber sie haben es diesmal nicht getan. So. Wir warten dann einfach hier. Man sieht uns ja jetzt nicht. Ich synchronisiere mal in der Zeit.
dann sind wir eigentlich ganz gut. Bei der, ja, so eine kleine Siedlung da unten gewesen, ne? Das heißt, da wird es dann auch wieder einige Fahnen zu entdecken geben. Ich gehe mal hier hin. So, jetzt müsst ihr eigentlich irgendwie das mal aufhören. Ich spring mal. Das ist auch so schön, auf der Karte wird einem angezeigt, ne, wo man ist. Einzig doof ist, wir können das nicht gegen den machen. Wenn der uns nahe kommt, da gibt es ja später so einen Move, da kann man den da reinziehen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich bin der Meinung, das gibt es jetzt noch nicht. So, sie können das Versteck nun sicher verlassen. Sehr schön, wunderbar. Lass mich bloß in Ruhe. Muss dann aufpassen, dass man nicht rennt, weil das mögen die nicht, wenn man rennt. Allgemein mögen die irgendwie gar nichts, das muss man auch sagen. So, ich will pfeifen eigentlich. Ging das nicht irgendwie? Nee, das ist das. Irgendwo konnte man doch sein Pferd rufen. Oder war das erst in den späteren Teilen? Ah, ich wusste. Ach, egal, komm. Habt ihr das gesehen? Oh, was ein schöner Move. So mag ich das. Gut, dann auf geht's. Und ding. Nee, das ist Indiana Jones, das passt nicht so ganz. Obwohl, Indiana Jones passt eigentlich immer. Da ist einer der Templer. Die soll man nach Möglichkeit halt platt machen. Alle finden und dann halt platt machen. Ah, ja, ist nicht so einfach. Vor allem, weil die halt mega krass sind, was den Kampf angeht. Ich gucke mal. In der Hoffnung. So, und. So, schnell. Oh, oh. Komm her. Das ist dann echt schon ein bisschen kriminell manchmal, ne? Und ich sehe so, ach, ja, irgendwie hätte ich schon gern leichter. Ach, letztendlich. Leicht macht doch auch keinen Spaß, oder? Das funktioniert nicht. Das heißt, wir werden mal hier so lang gehen. Na komm schon. Ach, Alter, ihr gammelt ja da einfach rum, ne? Hängt sich einfach so hin und so, ach, schön. Einfach so ein bisschen die Seele baumeln lassen. So, wir könnten übrigens eigentlich auf unser Pferd draufspringen, wenn es denn funktionieren würde. Tut es natürlich nicht. So, König Richard Flaggen. Ja, Richard Löwenherz, wer erinnert sich nicht? War ja derjenige, der bei den Kreuzzügen mit dabei war. Hm. Schlimmer Junge. Tiefer Sklaven und Krams, ja, ja. So, irgendwer war jetzt gerade nicht so happy, dass wir da rumgeritten sind. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ne, wir lassen das mal alles ein bisschen weiter links liegen. Darum kann man sich ja später kümmern. Schön, dass ich da irgendwie falsch geritten bin. Herrlich, so mag ich das. Geht's hier lang? Nee. Das heißt, es geht dann hier vorne wahrscheinlich irgendwie lang. Boah, haltet ihn, jetzt kommen die schon wieder an. So, der hat mich komisch angeguckt und irgendwie hat er weiche Klamotten. Meine werden gar nicht mehr so weich. Voll doof. Ja, also wegen solchem Pipifax, da wird hier ein Krieg ausgelöst, nur weil die irgendwie, keine Ahnung, zu wenig Dinkelschrot noch hatten in ihrem Öko-Bioladen. Ja, 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 so ist das. Echt schlimm. So, Damaskus, was sagst du? Da vorne sieht mir danach aus, als ob das Damaskus ist. Na, tötet. Ja, toll, super. Ich reite hier lang und schon heißt es: tötet ihn, häutet ihn, macht ein Buch aus seiner Haut, macht eine Decke aus seinen Haaren. All solche widerlichen, schrecklichen Sachen tut man. Na, tötet ihn. Yay, ich mag es, wenn das immer geschrien wird. Irgendwie fühle ich mich dann erst so richtig heimelig, ja.
Vor allem, wenn so eine Armee oder Horde von Barbaren hinter mir her ist und mir das entgegenschreit, dann, ach, ich weiß nicht, ich fühle mich dann so richtig wohl. So, naja. Stell dich so an, dass wir beiseite gehen können. Geh weg. Bist du weggemoscht. Keine Gnade, ne? Nö, warum auch? Ach, schön. Ja. Bin ich safe? Ja, ich bin endlich wieder safe. Das sieht cool aus, ne? Das ist nach wie vor, wenn man sich das anschaut, schon herrlich gemacht. Auch wenn klar die Landschaft an sich nicht so viel darbietet, wie es vielleicht manch anderes Setting gekonnt hätte. Aber immerhin. Ach ja. Lassen Sie sich Zeit. Echt? Durch langsame Bewegungen erregen Sie weniger ungewollte Aufmerksamkeit. Aha. Das ist ja, hat sie sogar recht, weil so jetzt einfach so wegrennen oder sowas, was man mit manchen anderen Teilen machen kann, hilft dir nicht wirklich was. Das Einzige, was es hilft, ist, dass die Gegner uns halt noch leichter erkennen. Naja. Ich denke mal, wir kriegen das trotzdem hin. Also glaube ich jetzt einfach ganz fest dran. Ach ja, also die Ladezeiten manchmal, also nur manchmal, ne? Und leichter Bodennebel hier oder was? Nee, irgendwie nicht. Yay. Das ist meine Stadt, ne? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Zuschauende, Nicht-Zuschauende, Zuhörende oder einfach Weghörende, das ist Damaskus. Eine Stadt. Hör die Musik im Hintergrund, leicht orientalische Klänge. Ach, herrlich. Ja, es ist eine Stadt, bei der wir dann doch relativ viel zu tun haben werden. Oh, da gibt es sogar einen kurzen Überblick hier nochmal extra. Sieht schon cool aus, oder? Ja, doch. Ach ja. Ich weiß gar nicht, gibt es Damaskus? Ist das so? Okay. Aus dem... Euer Leben ist verwirrt. Okay, Mutgläubigen, du kannst... Was? So, den auch noch. Weil das Problem ist, ich habe gerade überlegt, warum kann ich das nicht machen? Ja, das liegt einfach daran, wir haben noch gar keine Combo-Attacke. Also kein Blocken, deshalb geht das noch gar nicht. Danke, mein Junge. Jojo. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ach, passt schon. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Sehr gut. So muss das sein. So, Gelehrte. Ja. Ich gehe mal gleich direkt hin. So, brauche ich nur A gedrückt halten, die laufen von alleine. Das war hier zum Beispiel auch cool. Das gibt es auch nur in diesem Teil. Später gibt es, ich weiß gar nicht, im zweiten oder sowas, gibt es das da noch, die Gelehrten? Ich bin der Meinung nicht. Da gab es doch sowas nicht. Da konnte man doch sich einfach nur irgendwo reinstellen und mit den Leuten mitlaufen an sich. Aber halt, also in der Menge so untertauchen, aber so als Gelehrter oder sowas, das ging nicht mehr. So, dann schauen wir doch mal, ob es klappt. Sieht schon ziemlich fies aus hier mit den ganzen Leuten. Toll, und einer stellt sich in den Weg, der will uns garantiert enttarnen. So, sie ist schön, ja, gehen sie alle beiseite, ist das nicht klasse? Naja, so muss das sein. Ja, wir sehen auch echt aus wie der Obermufti hier von den ganzen, ne? Ja. Okay, ich glaube, wir sind drin, wenn ich das so sehe. Yay. Ach ja, so schön. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen mit denen. Aber ich denke, das passt auch. Okay. Wo soll ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, unterbrechen. Genau, untertauchen, unterbrechen. Wo soll ich denn hin? Ich würde sagen, ach ja, zum Königreich, Armenviertel. Wir machen das wirklich so, wir schnappen uns erstmal den Aussichtspunkt. Und dann gucken wir mal weiter.
hört auf! Achso, ich soll hier schon wieder wen retten. Ich hab dir etwas zu sagen. Falsches getan. Warum tut ihr das? Oh oh. Oh oh. Na komm schon. Oh oh. Ich hoffe, ich krieg's hin hier. Kommt, los, einer noch. Oh Gott sei Dank. Ist ja knappig, ey. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch. Das ist eine Fahne. Ich sehe eine Fahne. Ich sehe eine Fahne da unten im Boot. Juhu. Ach, endlich. Ich wette, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ja, ist okay. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Das vergesse ich nicht. Ah. Jetzt sucht man auch danach, ne? Wir haben es gemerkt, da war jetzt eben so ein Typ, der meinte, oh, wer hat das getan? Ach, ja, Alter, ihr, so cool er auch ist, kann nicht schwimmen. Lassen Sie sich Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob das damals zu der Zeit so üblich war, dass man einfach Angst vor Wasser hat und nicht damit, also deshalb nicht schwimmen konnte. Das kann natürlich sein. Ich finde es ein bisschen doof. Fand ich damals auch schon, das gespielt am Anfang. Aber gut, es ist jetzt auch nicht so extrem wichtig, weil man braucht Wasser nicht so wirklich. Das ist ja eigentlich eher, ich sag mal, bei den anderen Teilen, da wird es wichtiger, sich jetzt gerade beim dritten oder gerade erst beim vierten Teil, wäre es natürlich wesentlich dramatischer, wenn wir feststellen würden, oh hey, unser Connor heißt er, glaube ich, kann nicht schwimmen. Ja, na Mensch, das ist doch mal was. Das ist der erste Pirat, der nicht Schwimmer ist. Hey. Wobei ich glaube, dass sowieso die meisten Piraten nicht Schwimmer sind. Immerhin, Nichtschwimmer sind sowieso besser geeignet für also die Seefahrt. Denn die verteidigen immerhin das Schiff bis zum letzten, ne? Da bleibt es nicht irgendwie von wegen so, ach ja, ich geb's jetzt auf und schwimme an Land. Nee, nix da. Entweder ganz oder gar nicht. Gut, die armen Schweine können auch leid tun, so, aber, naja. Gleich wieder Kunden, sehen wir vielleicht, wo auch hin müssen. Ach, so geil. Ach ja, ich warte ja irgendwie immer noch mal so drauf, dass wieder so eine Innovation kommt, irgendwas, weil hier das, wie gesagt, das war neu, so mit diesem Setting und hat, macht unheimlich viel Spaß und hat viel, viel Neues mitgebracht. Ich warte ja darauf, dass wir sowas in der Art wiedererleben. Also ich weiß nur, die Xbox One hat da relativ viele Sachen im Vergleich zu den anderen Plattformen, die halt so in der Richtung sein sollen. Zum Beispiel Quantum Break von Remedy. Ist das Remedy? Ich finde mal, das Remedy, also die hier bei Max Payne eigentlich damals gemacht haben, einer seiner Zeit damals. Und also dieses mit, von wegen eine Serie, die eine Seite des Spiels zeigt und im Spiel spielt man die andere und beides soll sich irgendwie ergänzen. Ich bin mega gespannt drauf. Dann zum Beispiel die Halo TV-Serie von Steven Spielberg produziert. Dann andere Serien, die rauskommen sollen, die exklusiv produziert werden für die Xbox One. Sogar Filme werden dafür produziert. Also es gibt schon jede Menge coole Sachen, vieles, was interaktiv ist, was die Cloud nutzen soll oder diese Filmfeatures und alles mögliche. Ich bin da wirklich gespannt, aber es gibt zu wenig Direktes. Also vieles, wo man sagt, ja, das ist möglich, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen. Da geht's was, das ist ein Plan. Es ist alles noch zu lange hin und irgendwie, ja, möchte ich auch langsam mal wirklich was in der Hand haben und sagen können, so, hey, ja, das ist ein cooles neues Spiel. Ich sag jetzt mal, Watch Dogs, was ich habe, ist auch geil. Also ich will mich da jetzt nicht beschweren. Aber mir fehlen so, ja, wirklich diese bahnbrechenden Sachen. Letztendlich ist Watch Dogs auch nichts anderes als einfach nur ein... okay. Das ist ja ganz schön mies. Was habe ich böses getan? So sagt es doch. Ja, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Warum man das tut? Wie immer, weil er es kann. Deshalb macht er das. Das hat wehgetan. Da hat einfach jemand umgerannt. Warum macht er das? Dieb! Elender Lump! Weil sonst wäre es auch viel zu einfach, ne? Jetzt müssen wir gucken, wie weit ist es denn noch bis dahin? Ach du Schande.
Stirb, stirb. Wie war das? Stirb, Kartoffel, stirb. Und dann irgendwie bei dem, weiß gar nicht, beim dritten oder vierten Teil von ASDS-Movie. Heute nicht. Ja. Ups. Haben wir jetzt nicht meinen Timer wieder. Ich möchte aber zumindest, obwohl wir haben jetzt gerade, jetzt wird gespeichert. Ja, dann würde ich sagen, machen wir genau in dieser, wir sehen es, es sind 100. Hier in dieser Stadt sind es sage und schreibe 100 Flaggen. Man wird wahnsinnig dabei, weil wir sehen ja auch, es ist überall Seitengassen, irgendwo ein kleiner Unterschlupf. Irgendwo ist immer irgendwas. Und das alles zu finden, ist, ich sag mal, fast unmöglich. Da musst du schon Stunden, Jahre, Jahrzehnte lang in dieser Stadt zu bringen, um das vielleicht alles zu finden. Oder die Komplettlösung haben, wo das drin steht, wo was ist. Nun gut, da wir das alles nicht haben und ich dann beim nächsten Mal gerne weitermachen möchte als Assassine und auch was lernen möchte, wie ich dann hier wen wegmeuchel, verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.